So, Freunde, ganz wichtig, es gibt was Neues, und zwar haben sich die Kanalmitgliedschaften geändert. Ihr könnt den Kanal jetzt unterstützen als Kanalmitglied für 1,99 oder als Barkraftsfreund für 4,99 oder als Barkraftsförderer für 9,99. Natürlich hat jede Stufe seine Goodies und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere von euch den Weg dahin findet. Vielen Dank. Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkrafts und auch willkommen zu einem neuen Video, mal wieder über Kursk. So, jetzt werdet ihr natürlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was denn schon wieder Kursk? Das liest sich ja rauf und runter in dem oder auf dem Kanal, ist aber tatsächlich nicht so. Wir müssen ja unterscheiden zwischen der, ich sag mal, taktischen Aufarbeitung der Waffensysteme, die dabei, ich sag mal, Verwendung gefunden haben und auch mal, ich sag mal, Gefechtsberichte von Teilnehmern. Da müssen wir das so ein bisschen unterscheiden und heute natürlich wieder Kursk, aber mit einem ganz anderen Schwerpunkt. Und zwar haben wir uns mal überlegt, der Fokus ist bei Kursk ja immer größte Panzerschlag, Pokorowka und wie das alles zusammenhängt und so weiter. Aber was immer nur marginal angeführt wurde, war ja die Luftwaffe, die dort ja auch extrem stark vertreten war auf beiden Seiten und auch extrem viel, ich sag mal, gekämpft hat und auch erfolgreich war. Also auf beiden Seiten natürlich viel gekämpft wurde. Und das haben wir zum Anlass genommen, uns mal hinzusetzen und zu sagen, so, wir wollen jetzt mal uns anschauen, wie ist das aus der Luft gewesen? Welche Flugzeuge waren beteiligt? Da kann man ja schon mal sich so ein Bild machen, welches Flugzeug natürlich ein bisschen besser geeignet war, und welches nicht so gut geeignet war. Und die Verlustzahlen und so weiter. So, und Nils hat sich dann hingesetzt und das alles mal zusammengeschrieben und recherchiert und daraus entstand jetzt Kursk aus der Luft. Also es ist jetzt nicht, wir fliegen jetzt nicht über Schlachtfeld und gucken runter, sondern wir schauen uns mal an, was wirklich im Luftkampf über Kursk bei der Unternehmung Zitadelle passiert ist. Und das ist das Thema von diesem Video. Und ich denke mal, das ist auch sehr spannend, da wir nun schon ein bisschen mehr Fliegerei hatten in den letzten Monaten mit dem Tweetmeier und mit dem Kirchmeier und ein paar Berichte über Bomberpiloten und so weiter. Also das heißt, wir werden nicht luftwaffenlastig, aber wir schauen auch mal, ich sag mal, was über der Erde passiert ist. So, so, jetzt wundert euch natürlich nicht, ihr seht hier, was ich anhab. Das ist natürlich noch so ein kleines, ja, ich sag mal, so ein Nachklapp von Wacken, wenn man das, ich nehme mal kurz das Mikro zur Seite. So kann man das erkennen. Also wir haben es ja nicht nach Wacken geschafft. Das ist ja nun mittlerweile schon bekannt. Und alle, die es nicht geschafft haben, also die nicht zum Festival durften, kriegten dann dieses T-Shirt I wish I was at Wacken 2023. Hier steht auch noch was drauf. Ich drehe mich aber jetzt nicht um. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass ich das jetzt trage. Gut. Genug gesabbelt für den Anfang. Wir steigen jetzt ein. Kursk aus der Luft. Los geht's. So, dann legen wir mal los mit dem Kursker Bogen aus der Luft oder wie die einst erfolgreiche Strategie der Luftwaffenführung über den Haufen geworfen wurde. Also quasi ist das hier eine Analyse der Luftschlacht während einer der größten Panzerschlachten. Aber gut, wir müssen zum Anfang gehen. Also wir werden uns hier mit Kräfteverhältnissen, einigen Einsätzen, Verlusten, Strategien, den wichtigsten eingesetzten Mustern und den Fliegerassen der beiden Luftstreitkräfte während der Hauptkampfzeit des Unternehmens Zitadelle vom 5. bis zum 11. Juli 1943 befassen. Aufgeteilt natürlich in den Nord- und Südabschnitt. Ja, Vorgeschichte, Einsatzplanung und diverse Strategien am Boden mit ihren Fehlern wurden schon an anderer Stelle genügend besprochen. Siehe dazu auch unser Video Kursk, Unternehmen Zitadelle und die Fehler. Aber wir müssen natürlich mit der Ausgangslage direkt vor dem Angriff beginnen. Also, die Sowjetunion verfügte über 3000 Flugzeuge und davon alleine 1400 Jagdflugzeuge. Und wie schon befürchtet, teilen wir das natürlich in Abschnitte. Also im Nordabschnitt war die 16. Fliegerarmee eingesetzt, im Südabschnitt die 2. und 17. Fliegerarmee. Im Juli 1943 waren das etwa 700 Jagdflugzeuge.
auf der anderen Seite, ich werde mich hüten zu sagen auf unserer Seite, das hat mir ja schon mal harsche Kritik eingebracht, das rutscht einem aber manchmal so raus. Also das Deutsche Reich brachte 1830 Flugzeuge zum Einsatz und davon waren 350 Jagdflugzeuge. Im Nordabschnitt, auch hier wird die Unterteilung, war die 6. Luftflotte bei Orel stationiert, also mit 730 Flugzeugen. So, und im Südabschnitt die 4. Luftflotte bei Belgorod und Charkow und dazu das 2. ungarische Fliegerkorps. Hier kamen wir auf insgesamt 1100 Flugzeuge. So, für den Nicht-Technik-Interessierten wird es jetzt ein bisschen langweilig. Wir müssen sie aber trotzdem alle mit erwähnen. Wir werden es aber so machen. Wir werden die wichtigsten beteiligten Flugzeugmuster kurz vorstellen. Aber natürlich in der Kürze liegt die Würze und die Daten werden wir einblenden. Die müsst ihr euch dann einfach mal selber durchlesen. Gut, kommen wir zur Jakovlev Jak 9. Das war ein konventioneller Jagdeinsitzer mit einem wassergekühlten V12-Motor von Klimov mit 1260 PS. Und einer 20mm Kanone sowie zwei 12,7mm MG. Dieses Muster war immer noch den deutschen Mustern leicht unterlegen in Endgeschwindigkeit, Steigrate und Wendigkeit. Hier die Daten dazu. Ja, als nächstes kommen wir zur Lavtchokin LA-5F und LA-5FN. Das war eine Weiterentwicklung der LAK-3, wobei LAK mit Doppel-G geschrieben wird. Allerdings angetrieben von einem 14-Zylinder-Doppelsternmotor mit bis zu 1850 PS. Die Zelle war aus Holz und mit Stoff bespannt, also da würde ich mich schon nicht so wohlfühlen drin. Die beiden 20mm Kanonen waren über dem Motor installiert. Die F5 und insbesondere die F5N waren bis in mittleren Höhen der Bf 109G ebenbürtig und im Kurvenkampf überlegen. Ja, kommen wir mal zur Bell P39N oder auch Air Cobra. Das hatten wir ja schon in verschiedenen Fliegertagebüchern gehört. Die kam natürlich per Land and Lease aus den USA. Ungewöhnlich an diesem Jagdflugzeug war die Anordnung seines 1200 PS starken V12 hinter dem Piloten. Dies ermöglichte den Einbau eines Bugradfahrwerks und einer durch die Propellernarbe feuernden 37mm Kanone. Es gab auch welche mit 20mm Kanonen. Zusätzlich besaß sie in den Flächen und im Rumpf noch vier 12,7mm MG. Ihre Steigeigenschaften waren unterdurchschnittlich und die Höhenleistung durch die fehlende Motoraufladung unbefriedigend. Dennoch war sie von russischen Elitepiloten geflogen, in niedrigen Höhen ein ernstzunehmender Gegner. Weiter geht's mit der Iljuschin Il-2M3 oder Stormovik, also Sturmvogel, war das meistgebaute Flugzeug des Zweiten Weltkrieges und war mit seiner integrierten Panzerwanne für Pilot und Motor der Inbegriff des Schlachtflugzeuges, also man konnte quasi von unten nicht durchschießen. Schwer bewaffnet mit zwei 23mm Maschinenkanonen und zwei 7,62er MG als Angriffsbewaffnung und einem 12,7mm MG für den Heckschützen wurde sie von einem 1720 PS starken Mikulin V12 angetrieben. So, weiter geht's im Text und ich weiß, die russisch sprechenden Kameraden unter euch werden mich wahrscheinlich erschlagen, aber ich lese es halt so, wie ich es kann. Als nächstes kommt hier die Petjakov PE-2FT. Das war ursprünglich als zweimotoriger Höhenjäger geplant und dementsprechend aerodynamisch sauber durchkonstruiert, wurde dann aber schon früh als Mehrzweckbomber umgestaltet. Also sowas gab es natürlich in der Sowjetunion auch, dass man was entwickelte, was eigentlich ein Jäger sein sollte und dann wurde es ein Bomber. Also denkt mal drüber nach, ihr wisst schon, was ich meine. Angetrieben von den gleichen Klimov-Motoren wie die der Jak 9 war sie sogar sturzkampftauglich. Als Angriffsbewaffnung dienten ihr zwei schwere 12,7mm MG und für die Bodenunterstützung konnte sie zusätzlich bis zu 1000 Kilo Bomben tragen. So, damit haben wir jetzt mal die Russen, also die Sowjetunion, abgearbeitet. Jetzt gehen wir mal rüber zu dem Deutschen Reich. Messerschmitt Bf 109 G6 war als bekanntestes deutsches einmotoriges Jagdflugzeug auch in Kursk oder natürlich über Kursk im Einsatz.
Die Gustav, also G-Variante, verfügt über einen V12-Motor mit 1475 PS. Mit ihren zwei 13 mm MG oberhalb des Motors, einer 20 oder auch 30 mm Maschinenkanone, durch die Propellernarbe feuernd und wahlweise zusätzlich zwei 20 mm Kanonen in den Tragflächen, war sie schwerer bewaffnet als manches Schlachtflugzeug. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Kameraden hier, also der Focke Wulf FW190A5. Also die Focke Wulf war mit seinem starken BMW 14-Zylinder Doppelsternmotor mit 1700 PS und der robusten Zelle ein hervorragender Waffenträger. Also die A5 verfügt über zwei 7,92 mm MG oberhalb des Motors und vier 20 mm Kanonen in den Tragflächen. Also das macht schon Musik. Ja, Messerschmitt BF110 darf natürlich auch nicht fehlen. Also der Messerschmitt Langstreckenjäger war in den eingesetzten Versionen als Zerstörer und Jagdbomber zu nutzen und wurde bis zur F-Variante von zwei DB601 angetrieben mit 1100 oder 1300 PS. So vielseitig wie die BF110 eingesetzt wurde, so verschieden waren auch ihre Waffenrüstsätze. Mit an Bord waren aber immer zwei 20 mm Maschinenkanonen und vier MG17. Zu erwähnen ist hier aber auch nochmal die G-Version, die aus der Not entstand. Da das Nachfolgemuster, die ME210, enttäuschte, dienten zwei DB605 als Antrieb mit je 1475 PS. Die G2 hatte vier 20 mm Kanonen, welche bei der G2 R1 auf zwei reduziert und durch eine 3,7 cm Kanone zur Panzerbekämpfung ersetzt wurde. Aber ob diese Version in Kurs eingesetzt wurde, ist uns leider nicht bekannt. So, zwischendurch nochmal der Hinweis, also wem das zu viel Technik ist, der kann das ja gerne nach vorne schieben und das einfach überspringen. Gut, weiter geht's mit der Heinkel HE111H16. Diese Heinkel war auch an der Ostfront als zweimotoriger Standardbomber noch bis 43 im Einsatz. Die damals neueste Version wurde durch zwei Jumo 211F mit 1350 PS angetrieben und konnte bis zu 3000 Kilo Bomben tragen. Dann kommen wir zu Junkers, also die U88A4 ist eines der vielseitigsten Flugzeuge des Krieges und die A-Version war ein sturzfähiger Bomber mit zwei Jumo 211J Motoren mit jeweils 1420 PS und auch einer Bombenlast von 3000 Kilo. So, aber naja, bevor wir zur Henschel kommen, müssen wir natürlich noch die Junkers U87 oder unseren Stuka nennen. Also der Stuka war zu diesem Zeitpunkt schon mehr ein Schlachtflugzeug und kam als Erdkampfflugzeug in der Delta-Version und erstmals als Panzerknacker in der G- oder Golf-Version zum Einsatz. Beide Versionen hatten den Jumo 211J als Antrieb. Im Frühjahr 1943 gab es erste Versuchsflüge mit umgebauten U87D1, die unter jeder Tragfläche eine modifizierte Flugabwehrkanone 18 montiert bekam. Die Flak 18 wurde zur BK 3,7, also 37 mm, und konnte panzerbrechende Munition verschießen und wurde erfolgreich auch gegen Panzer erprobt und kam in Kurs erstmals zum Einsatz. So, und damit wir den Reigen auch schließen können, kommen wir natürlich nochmal zur Henschel HS-129B2. Die Henschel war das einzige deutsche Flugzeug, das während des Zweiten Weltkrieges speziell für die Panzerjagd gebaut wurde. Der gepanzerte Rumpf beinhaltete in der Front zwei MG-151-20 und zwei MG-17, also 7,9 mm. Zusätzlich konnte in einer Wanne unter dem Rumpf eine MK-101 oder 103 im Kaliber 30 mm mitgeführt werden. Angetrieben wurde der Tiefdecker von zwei unzuverlässigen 700 PS 14-Zylinder Doppelsternmotoren aus einer französischen Fertigung, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann. So, das erstmal zu dem Technik. Ich hoffe, wir haben die Technikbegeisterten jetzt auch erschlagen. Sollten sich da Fehler eingeschlichen haben, gerne in die Kommentare. Ihr kennt mich ja, das passiert immer mal wieder, dass ich mich verlese oder das falsch erkläre. Aber wenn in den eingeblendeten Daten ein Fehler sein sollte, dann seht uns das bitte nach. Wir sind ja auch nur Menschen. Trotz alledem müssen wir uns auch nochmal mit den bekannten Piloten beider Seiten
beschäftigen, denn die Namen fallen sicherlich immer mal wieder und man müsste schon wissen, wer das war. Fangen wir an mit der sowjetischen Seite und auch hier, ich versuche natürlich wieder mein Bestes, um die Namen richtig auszusprechen. Ivan Semenovich Polbin. Also er zerstörte zahlreiche Bahnhöfe, Flugplätze und so weiter. Als Sturzkampfpilot flog er 158 Einsätze, fiel am 11. Februar 1945. Dann haben wir Alexei Petrovich Maresjev. Dieser Pilot nahm an 86 Luftkämpfen teil und errang 11 Luftsiege, davon 7 mit Beinprothesen, die er seit einer Bruchlandung 1942 trug. Er überlebte auch diesen Krieg. Hier noch eine kurze Anmerkung. Also der Mann hatte 86 Luftkämpfe mit Kampfhandlungen. Die tatsächlichen Einsätze, die geflogen ist, liegen weit höher. Gut, kommen wir zum nächsten. Stefan K. Kolesnitschenko. Der nahm an 40 Luftkämpfen teil und errang dabei 16 Luftsiege, fiel am 30. August 1943. Und jetzt der nächste. Wassiljewitsch Woroschekin. 90 Luftkämpfe, davon 52 Luftsiege, überlebte auch den Krieg. Dann kommen wir zu Ivan Nikotowitsch Koschedub. 120 Luftkämpfe und 62 Luftsiege. Das ist die höchste Anzahl von Luftsiegen außerhalb der Luftwaffe. Er überlebte auch den Krieg. Dann haben wir noch Kirill Alexejewitsch Jewstigneev. 120 Luftkämpfe und errang 56 Luftsiege, überlebte auch den Krieg. Ja, kommen wir auf die deutsche Seite. Die meisten sollten bekannt sein, trotzdem werden sie hier erwähnt. Wir haben Hubert Strassel, 67 Luftsiege in 221 Einsätzen, fiel am 8. Juli 1943 während der Schlacht um Kursk. Johannes Wiese, 133 Luftsiege, davon mehr als 50 Iljuschin II, das wiederum in 480 Einsätzen. Er wurde der Löwe von Kuban genannt. Er überlebte den Krieg und war 4 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Das war bestimmt auch nicht witzig. Dann haben wir Walter Krupinski mit 197 Luftsiegen in 1100 Einsätzen. Muss man sich mal überlegen. 1100 Mal gegen den Feind fliegen. Er überlebte den Krieg und war nur einige Monate in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Ja, dann Erich Bubi Hartmann, wissen wir alle, erfolgreichste Jagdflieger aller Zeiten. 352 Luftsiege in 1404 Einsätzen, überlebte den Krieg und wer sein Buch gelesen hat, weiß es und wer das Video bei uns gesehen hat, weiß es auch. 10 Jahre russische Kriegsgefangenschaft, der Verweis auf das Video, den findet ihr in der Beschreibung. Joachim Kirschner, 188 Luftsiege in 635 Einsätzen, wurde am 17. Dezember 1943 nach einem Fallschirmabsprung von jugoslawischen Partisanen ermordet. Ja, kommen wir noch zu Bruno Meyer, zerstörte etwa 50 Panzer in 500 Einsätzen, überlebte auch den Krieg. Und last but not least natürlich Hans-Ulrich Rudel, erfolgreichster Schlachtflieger auf deutscher Seite, zerstörte Schiffe, Züge und natürlich auch Brücken, unzählige Panzer, flog 2530 Einsätze, überlebte schwer verwundet den Krieg und wurde nach einem Jahr aus dem Kriegslazarett in Fürth entlassen. So, nach diesen ganzen Grunddaten, Flugzeug und Person, wenn ihr jetzt nicht mehr weiter wollt, verstehe ich das, dann macht eine Pause und guckt morgen weiter. Jetzt kommen wir mal zur Schlacht in der Luft. So, bevor die eigentliche Schlacht am Boden in den frühen Morgenstunden des 5. Juli beginnen sollte, wollte die russische Luftwaffe mit der 2. und 17. Fliegerarmee einen Präventivangriff auf die deutschen Flugplätze bei Charkow fliegen, um möglichst viele Flugzeuge des Gegners am Boden zu zerstören. Aufgrund des vorhergegangenen Artillerieangriffes der Roten Armee und des frühen Sonnenaufganges befanden sich bereits zahlreiche Jagdflugzeuge der deutschen Luftwaffe vor dem Angriff in der Luft. Weitere stiegen auf, als durch Funkmessstationen, also Freier, und auch durch Luftbeobachter Alarm geschlagen wurde. 270 deutsche Jäger des Jagdgeschwaders 3 und des Jagdgeschwaders 52 trafen auf 100 Schlacht- und 200 Jagdflugzeuge der Sowjetunion, nachdem diese nach eigenen Angaben etwa 60 Flugzeuge am Boden zerstört hatten. Nach deutschen Unterlagen war es ein kompletter Fehlschlag
und die Rote Armee verlor 50 Jagd- und Schlachtflieger. Durch diesen Vorfall und den dauerhaften Einsatz der Piloten errang die Luftwaffe am ersten Tag der Schlacht in großen Bereichen des Südens die Lufthoheit und konnte die eigenen Bodentruppen mit ihren U-87 unterstützen. Aber auch die Schlachtflieger und Bomber der 17. Luftarmee griffen noch am selben Tag wieder in das Geschehen ein, griffen aber schwächer geschützte Kampfverbände der Deutschen an. Trotzdem waren die Verluste durch deutsche Jagdflieger hoch. Das 8. Fliegerkorps meldete am 5. Juli 260 Abschüsse, davon 40 durch Flak. Die Russen bestätigten etwa 167 eigene Verluste plus 23 notgelandete Flieger. Auf der anderen Seite gab die 2. und 17. Luftarmee an, 173 Flugzeuge der Luftwaffe abgeschossen zu haben, was wohl weit an der Realität vorbeiging, da das 8. Fliegerkorps lediglich 33 Verluste angab. Im Norden standen der 1. Fliegerdivision mit 640 einsatzbereiten Flugzeugen die 16. Luftarmee mit etwa 1030 flugbereiten Maschinen gegenüber und von der Brjansker Front unterstützte die 15. Luftarmee. Wieder mussten die Deutschen ihre zahlenmäßige Unterlegenheit durch vermehrte Einsätze kompensieren. Die ersten Flieger auf deutscher Seite hoben bereits um 2.50 Uhr ab und kamen insgesamt am 5. Juli auf 2.100 Einsätze. Die 16. Luftarmee hielt ihre Einsatzkräfte teilweise zurück, weil sie mit noch weiteren Offensiven rechnete. Die konnten von der Luftwaffe aber nicht geflogen werden, weil sie dafür einfach nicht genug flugbereites Material hatte. Unter anderem standen nur 145 Jagdmaschinen, also Focke-Wulf 190A, zur Verfügung. Auf sowjetischer Seite gab es 720 einsatzbereite Jäger, die, wie oben schon beschrieben, teilweise zurückgehalten wurden. So war es nicht verwunderlich, dass die Luftwaffe auch im Norden die Lufthoheit am ersten Tag der Schlacht gewann. Besonders schmerzlich für die Rote Armee war der Tod von Hauptmann Wladimir Zalewski, Held der Sowjetunion, in seiner Jak-7B. Und da nochmal, bevor ich den Namen der Ortschaft, wo er gefallen ist, ausspreche, nochmal ein Riesendank an den Nils, dass er diesen Ortsnamen nochmal mit reingebracht hat. Also der Held der Sowjetunion starb bei Maloarchangelsk. Mann, Mann, Mann. Ja, insgesamt gab die 16. Luftarmee an, 106 Luftsicherungen zu haben, wovon genauer betrachtet nur 10 als wirkliche Luftsiege deklariert werden können. Weitere 13 Verluste lassen sich auf Flakabschüsse und technische Defekte zurückführen. Die 1. Fliegerdivision meldete 163 Abschüsse und 2 Flakabschüsse. Davon können 100 durch die Angaben der 16. Luftarmee bestätigt werden. Von der 15. liegen keine Zahlen vor. Interessant ist die Splitterung der Abschüsse auf 83 Jäger, 16 Schlachtflieger und nur einen Bomber. Dies belegt die Effizienz des sowjetischen Jagdschutzes, zeigt aber auch, dass die Jäger der Roten Armee zu diesem Zeitpunkt noch recht leichte Beute für die Luftwaffe waren. Zusammengenommen verlor die 2., 16. und 17. Luftarmee nach eigenen Angaben am ersten Tag 267 Flugzeuge, zählte man noch die Verluste der 15., der lokalen Luftverteidigung und schwer beschädigte Maschinen, die später als Totalverluste abgeschrieben werden mussten, hinzu, so kann man ohne Übertreibung von über 300 Verlusten ausgehen. Die Deutschen verloren im Norden und Süden insgesamt 56 Maschinen. Der 6. Juli war wieder gezeichnet von heftigen Kämpfen in der Luft, wobei im Norden die 16. Luftarmee 91 Verluste und die 1. Fliegerdivision 10 Verluste verzeichnete. Im Südabschnitt verloren die 2. und 17. Luftarmee 80 Maschinen. Von der 15. Luftarmee existieren leider keine Zahlen. Auf deutscher Seite gaben das 8. Fliegerkorps 12 Verluste an, wobei die meisten Abschüsse durch Flak verursacht wurden. Gesamtverluste an diesem Tag für die Sowjets etwa 180, auf deutscher Seite 22. Am 7. Juli konnte die 4. Luftflotte im Süden noch einmal entscheidend eingreifen und einen Vorstoß der Roten Armee am Boden noch vor dem Zusammentreffen am Boden angreifen
und setzte dabei die neue Ju-87G als Panzerknacker ein. Auf der anderen Seite berichtete die russische Presse von einem 20-minütigen Iljuschin-2-Angriff auf die 9. Panzerdivision, bei der 70 Panzer vernichtet worden sein sollen. Wahrscheinlich waren die deutschen Verluste bei diesem Angriff um einiges geringer, da die Nachkriegsliteratur zeigt, dass alle Zahlen auf russischer Seite weitaus mehr geschönt wurden als auf deutscher Seite. Aber spätestens nach diesem Schlachttag machten sich die ungleichen Kräfteverhältnisse bemerkbar, sodass das Hauptaugenmerk der Luftwaffe auf der Bodenunterstützung lag. Dies belegen auch die Abschusszahlen im Nordabschnitt. Dort wurden bis zum 11. Juli nur noch etwa 100 Flugzeuge der Roten Armee abgeschossen. Die eigenen Verluste lagen bei nur 10 Maschinen. Ein weiterer Punkt, der die deutschen Abschüsse sinken ließ, war die Reaktion der sowjetischen Luftstreitkräfte auf die hohen Verluste durch eine veränderte Taktik. Aber dazu kommen wir später noch. Der 8. Juli zeigte noch einmal das Potenzial der Luftwaffe in der Erdkampfunterstützung auf, als 36 HS-129 starke russische Panzerverbände bei Mikojanowka im Südabschnitt angriffen und Focke Wulf 190 mit Splitterbomben die Infanterie stoppte. Dabei sollen 50 Panzer zerstört worden sein. Am Nachmittag verschlechterte sich das Wetter aber so stark, dass keine Unterstützung durch die Luftwaffe mehr erfolgen konnte. Ja, die Fronten verhärteten sich zusehends. Erst am 10. Juli kam wieder etwas Bewegung in die deutsche Offensive, als unter anderem Stuka-Verbände bei Tjopolje, also im Südabschnitt, in die Gefechte eingriffen. Dieses Beispiel zeigt die typische deutsche Taktik, die Boden- und Luftstreitkräfte zusammenarbeiten ließ, um Geländegewinne am Boden zu erzielen. Aber genau diese Strategie band die vorhandenen Luftstreitkräfte an den Frontabschnitten. Es konnten keine Nachschubwege des Feindes angegriffen werden. Dadurch gelangt immer mehr und immer wieder frisches Material der Sowjets an die Front und kam zum Einsatz. Aufgrund dessen war der deutschen Militärführung größtenteils am 11. Juli schon klar, dass die Offensive gescheitert war. Die Angriffsbemühungen auf deutscher Seite erlahmten zusehends und die Gegenseite ging immer mehr in die Offensive über. So. Sehr viele Zahlen und Daten und Berichte von beiden Seiten, aber trotzdem kommen wir mal zu einem Fazit. Man könnte jetzt versuchen, die bloßen Abschusszahlen gegenüberzustellen, aber erstens sind diese Angaben aufgrund der teilweise stark gefälschten Zahlen sehr ungenau. Und zweitens würde dies keine Erkenntnis über Erfolg oder Misserfolg der Luftwaffe während der Operation Zitadelle bringen. Wer jetzt noch die Zahlen der ersten beiden Schlachttage im Kopf hat, der müsste eigentlich zu der Überzeugung gekommen sein, dass die Schlacht von Kursk ein Erfolg für die deutsche Luftwaffe war. Rein zahlenmäßig, also vom Abschussverhältnis, waren diese Tage wohl die erfolgreichsten der Luftwaffe im gesamten Krieg. Aber schon am 4. Tag, den 8. Juli, verschoben sich die Kräfteverhältnisse am Himmel über Kursk. Ein Grund war die Ablösung zweier Kommandeure auf russischer Seite. Daraufhin wurde die Taktik für den Begleitschutz verändert. Flogen die Jäger anfangs noch in enger Formation mit den Bombern und Schlachtfliegern in niedrigen Höhen und waren dadurch für die von oben angreifende Focke Wulf 190 und Bf 109 leichte Beute, wurde dies geändert. Zwar beließ man einen Teil des Geleitschutzes bei den schwereren Maschinen, aber zusätzlich ließ man noch einen Höhenschutz mitfliegen, der die deutschen Jäger vorher abfangen sollte. Ein weiterer Grund war die Überlegenheit der Roten Armee an Personal und Material. Um dies auszugleichen, mussten auf deutscher Seite die gleichen Piloten mit den gleichen Maschinen Einsatz um Einsatz fliegen. Dies führte natürlich zu einem starken Verschleiß an Mensch und Maschine. Alleine in der ersten Woche wurden im Schnitt 3000 Einsätze am Tag geflogen. Lag es nur an der zahlenmäßigen Unterlegenheit, um diese Schlacht der Luftwaffe als Niederlage zu werten? Eher nein. Die deutsche Führung sah die Luftwaffe stets nur als Unterstützer aus der Luft an. So sind auch Entwicklungen wie die des Stuka oder der HS-123 und das Fehlen eines strategischen Langstreckenbombers zu erklären.
Die ersten Jahre des Krieges gaben dieser Strategie auch recht. Aber 1943 lief die sowjetische Kriegsproduktion auf Hochtouren, wenn auch die Pilotenausbildung dem Hochlauf etwas hinterherhing. 80% der Abschüsse während der Schlacht gingen auf das Konto der russischen Flak. Umso verwunderlicher ist es, warum es trotz dieser Strategie kein spezielles Schlachtflugzeug wie die russische IL-2 auf deutscher Seite gab. Es wurden zwar spezielle U-87 und Focke-Wulf 190 Versionen für die Bodenunterstützung gebaut, diese waren aber nie in ausreichender Stückzahl oder wie im Falle der U-87 nur bei absoluter Luftüberlegenheit erfolgreich einsetzbar. Der einzige Spezialist, der in Kursk zum Einsatz kam, war die Henschel HS-129, ein Panzerknacker. Dieser krankte aber seinen Triebwerken und war nur in einer begrenzten Stückzahl von etwa 50 Maschinen vorhanden. Noch schwerer aber wog, dass zum Zeitpunkt der Schlacht um Kursk die Priorität zur Lieferung neuer Flugzeuge auf den westeuropäischen Kriegsschauplatz gelegt wurde. Somit fehlten der Luftwaffe im Osten wichtige Ressourcen und es wurde nach der alten Doktrin der ersten Kriegsjahre weiter verfahren. Unterstützung aus der Luft für die Bodentruppen, aber keine taktischen Angriffe auf das Hinterland. Somit konnte auf russischer Seite weiter ungestört der Nachschub an die Front rollen. So Leute, das war's mit Kursk aus der Luft. Hier seht ihr eingeblendet nochmal die ganzen Quellen. Nochmal ein Riesendank an den Nils, der das in akribischer Kleinarbeit zusammengetragen hat. Und ich hoffe, dass auch für den Nicht-Luftwaffen-Enthusiasten was dabei war. Für mich wieder interessante Details. Scheinbar kriege ich immer mehr Luftwaffensachen hier um die Ohren gehauen, die ich noch nicht wusste. Aber so ist das, wenn man sich mit einem Thema nicht großartig befasst hat und dann Dinge darüber erfährt, die man halt eben noch nicht wusste. Ja, bis dahin bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr mögt. Daumen hoch wäre super. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann bitte Abonnent werden. Bis dahin bleibt gesund und auf bald.